Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Willkommen bei der 189. Folge unserer Reihe Hörbahn on Stage. Heute wird mal alles ganz anders. Der heutige Gast ist Fabrizio Sepe. Er stellt sein Buch »Die Safari meines Lebens« vor. Er macht das aber nicht allein. Mit ihm in unserem virtuellen Studio ist seine Verlegerin Petra Mattfeld vom Maximum Verlag. Sie hat dieses Buch verlegt und sie machen von Zeit zu Zeit Lesungen gemeinsam. In dieser Weise übernimmt Petra heute die Moderation der Sendung. Wir dürfen gespannt sein, was sie Fabrizio über sein Leben, seine Familie, den Serengeti-Park Hodenhagen, seine Erlebnisse mit Tieren und Menschen entlocken wird. Was war seine Motivation, das Buch zu schreiben? Und was waren die Hoch- und Tiefpunkte des Riesenprojekts Safari-Park in Hodenhagen? Was erwartet die LeserInnen? Was hören wir über diesen Park in Niedersachsen am Rande der Lüneburger Heide? Und warum ist dies die Safari seines Lebens? Liebe Zuhörende, hiermit übergebe ich diese Folge von Hörbahn on Stage an Petra. Viel Freude beim Zuhören. Ich habe so ein paar Stellen rausgesucht, die sehr gut diesen Einblick geben, was war denn damals überhaupt, als Fabrizio ankam in Deutschland. Und so heißt auch das Kapitel Ankunft in Deutschland aus dem Buch Die Safari meines Lebens. Fangen wir an mit den beiden Kinderkoffern. Sie liegen im Gepäckfach. Ich bin 3,5 Jahre alt und sitze darunter, neben Mama im Flugzeug. Fabrizio, pack deine liebsten Spielzeuge ein, hatte sie in Mailand gesagt. Ich blickte mich im Kinderzimmer um. Was sollte ich mitnehmen? Die beiden kleinen Koffer hatte ich schon häufig gepackt. Immer wenn es nach Elba ging, wo wir nahezu endlose Sommer verbrachten. Aber das hier war eine andere Reise. Mir war nicht klar, was mich in Deutschland erwartete. Aber dass es anders wäre als Elba oder Mailand, das dachte ich mir schon. Ich versuchte, so viel wie möglich vor dem Spielzeug in die Koffer zu stopfen. Wenn ich doch nur größere Koffer hätte. Nun mach schon, Fabrizio, drängelte Mama. Das Flugzeug wartet nicht. Ich nahm die Koffer und klemmte mir Leo unter den Arm. Den Plüschlöwen hat mir Papa von einer seiner Reisen mitgebracht. Der musste auf jeden Fall mit. Im Flugzeug dann drückte ich Leo ans Fenster, damit er sieht, was uns erwartet. Erst sind nur Wolken unter uns, dann tauchen große grüne Felder auf. Nirgendwo ist Meer. Ich erzähle Leo, dass er bald neue Freunde haben wird und wird die anderen Löwen kennenlernen, die großen und starken Löwen und die Giraffen, Nashörner und Zebras. Es wird sein wie in Afrika, warte nur ab. Mama, neben mir ist schweigsam und wunderschön wie immer. Ich mag ihr seidenes blondes Haar, ihr Lächeln und die hübschen Sachen, die sie trägt. Es wird schon alles gut werden. Papa holt uns mit seinem breiten Mercedes-Diesel vom Flughafen Hannover ab. Ich habe ihn länger nicht gesehen. Später erinnere ich mich kaum noch an die Fahrt. Komischerweise nur an den Schalthebel am Lenkrad, an die großen Hände meines Vaters. An das unglaubliche Grün der Landschaft habe ich gar keine Erinnerung. In Hodenhagen angekommen, halten wir vor dem Haus Nummer 8 im Rosenweg. Das Haus ist aus hellen Steinen und noch neu. 4 Stufen führen zur Tür. Lia ist da, meine neue Stiefmutter. Sonja und Veronika, meine neuen großen Schwestern. Dann weiß ich nur noch, dass meine Mutter sich vor mich kniet, mich umarmt. Ich hab dich lieb, Fabrizio. Du bist Blut meines Blutes und werde dich immer lieben. Etwas in der Art, sagt sie. Dann kehrt sie nach Mailand zurück. Und ich bin hier, bei meinem Vater und seiner neuen Familie und im Serengeti-Park, der bald eröffnet werden soll. Da haben wir so diese Einführung. Da haben wir das erste Gefühl für dieses Buch, finde ich. Und da können wir sofort auch einsteigen, dass Fabrizio einfach mal selber was dazu sagt, wie er das Ganze noch wahrnimmt. Denn
dieses Buch hat ja auch dazu geführt, dass dann da auch diese Erinnerungen erstmal hochkamen. Wie war das, Fabrizio? Ja, diese berühmte Thema Integration nach Deutschland und in Deutschland, das war erstmal ein absoluter trauriger Moment, diese Mutter einfach wegfliegen zu sehen, weil ja, da war zwar eine Alternativmutter gleich da, aber man hat mit 4 ist man ja nur fast nur emotional, da geht gerade die Rationalität so in Entwicklung. Und da ist man ja komplett Gefühlspersona, wenn man so klein ist. Und man hat gleich emotional gemerkt, ja, es ist eine Stiefmutter, aber da stimmt was nicht. Das ist nicht wie die echte. Und meine Mutter dann so wegfliegen zu spüren, war natürlich sehr, sehr traurig. Und dann langsam anzukommen und dann kam noch mal so ein Stoß von Schreck und Trauer mit dem Kulturschock. Ne, Italiener fassen immer an und umarmen sich und sprechen lange in der Piazza und lachen und machen Witze und hier extremst Norddeutschland, Südheide. Die Menschen machen die Gardinen schnell zu, wenn man versucht, da freundlich durchzuschauen. Also das war natürlich totaler Kulturschock. Ne? In Italien machen die Menschen die Türen auf als Nachbarn und beschmeißen dich mit Mozzarella und Mortadella. Und hier ist alles zu und leise und Hecken hoch und vielleicht bellt ein Hund, damit du bloß wegbleibst. Und wirklich als Kind zu verstehen, dass es einfach anders ist, nicht unbedingt schlechter, aber anders, hat natürlich 5, 6 Jahre gebraucht von meiner Naja, Jugend. und du warst damals ja überhaupt erst 3 Jahre alt, ne? Also es ist ja schon Vier, auch vier. vier. Und das ist ja auch Ja. schon wirklich so eine Sache, uff, wenn man da dann gerade so steht und wie du sagst, du hattest eine Alternativmama, ja, aber eben nicht die Mama, ne? Das ist natürlich schon eine harte Nummer dann, oder? Ja, und die Vorgeschichte war ja hochdramatisch, ne, mit dem Selbstmord. Diese ganze Geschichte ist ja aus einem Seitensprung meines Vaters geschehen und das beweist, dass die italienische Kultur zwar sich so schön anhört und so schön anders ist, aber trägt auch natürlich sehr viele Probleme bei. Wenn man so viel anfasst und umarmt, kann es auch schnell passieren, dass man zum Seitensprung dann doch neigt. Und in den 50er, 60er Jahren war das so ein bisschen Usus, die nette, tolle, herzensvolle Frau zu Hause zu haben am Herd und dann natürlich so ein paar Sprünge so im Hotel oder Motel, wie das in Italien so heißt, so zu haben. Und ja, mein Vater war leider voller Kandidat für sowas und hat es dann gewagt, 2 Jahre lang mit jemand anderes ja, so eine heimliche Beziehung zu führen. Leider hat sich der Seitensprung in meinen Vater dann verliebt und wollte nicht quasi nur die Konkubine sein und hat ihn gedroht einen Abend und hat gesagt, Mensch, wenn du das deiner Familie, also deiner Ehefrau und deinem Sohn erzählst, dann erzähle ich das meinem Mann. Und mein Vater, Napoletaner, 1926 geboren, aufgewachsen mit den schwarzen Hemden, den Mussolinis, natürlich, ja, ich lasse mich von niemand erpressen oder drohen und hat gesagt, mach das. Ich lasse mich nicht erpressen. Und diese Frau war so verrückt, die ist wirklich am Abendtisch, hat sie das enthüllt, dass sie eine Beziehung hatte mit einem Mann seit 2 Jahren und dass sie wahnsinnig verliebt in ihn wäre. Und ihr Ehemann war in einer existenziellen Krise leider und hat sich am nächsten Morgen um 5 mit einem Jagdgewehr ins Mund geschossen und hat sich selbst ermordet, also Selbstmord begangen.
Und so ist es überhaupt geschehen, dass dann mein Vater mit dieser Stiefmutter, also mit dem Seitensprung und dessen zwei Töchter hier überhaupt nach Deutschland gekommen ist. Und meine Mutter, in der Angst, dass mein Vater sich quasi von mir entfernt als Sohn, hatte diese brillante Idee, mich da schön reinzusetzen. Und dann auch noch in Hohenhagen. Also das, ich nenne das im Buch, es war ein seelisches Vietnam natürlich für so ein Kind, weil die zwei Geschwister waren natürlich auch nicht so ganz begeistert von mir, weil ich war eigentlich Sohn von dem Mann, deren Vater irgendwie, ne, in irgendeiner Art und Weise Der umgelegt Grund hat. war, warum überhaupt der Papa Selbstmord begangen hat. Also, Ja. das ist wirklich so eine Geschichte. Ich meine, wenn unser eins, also als normaler Romanautor, das schreiben würde, dann behaupte ich mal, die meisten Lektoren würden sagen, ja, nun, Schätze, nun übertreib's mal nicht. Ne? Also so, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, das Ganze. Aber das ist eben deine reale Geschichte, ne? Ja, ja, Und ja. hat dich ja letztendlich auch so ein bisschen mit zu dem gemacht, was du heute bist und wo du heute stehst, oder? Ja, natürlich, natürlich. Diese Traumata haben mich das ganze Leben lang begleitet. Zum Glück hatte ich, einer meiner Lebensgefährtin, so mit 41, 42, die war Psychologin und hat ganz klar erkannt, dass ich ganz, ganz große Narben hatte und in der Seele und in dem Sein und hat mich quasi vorsichtig und langsam in die Therapie gebracht. Ich schreibe das auch im Buch. In einer der letzten Kapiteln beschreibe ich diesen Werdegang der Therapie, weil ich hatte einfach ganz, ganz verdrehte und verletzte und verletzende, versteckte Glauben verankert in meiner Seele über Beziehungen, über das Weibliche, über wie Beziehungen zu enden haben, wie Beziehungen zu führen sind. Und ich natürlich aus meiner Perspektive und aus meiner Lebensperspektive dachte, das sei normal, war aber dem nicht so. Und nach der sechsten ganz wichtigen Beziehung meines Lebens, die ich gegen die Wand gefahren hatte, habe ich dann zum Glück die Verwundbarkeit, die Offenheit und den Mut gefunden, mich wirklich in Therapie zu begeben für 3 Jahre, ganz intensiv, 4, 5 Stunden am Tag, 4-mal die Woche für 2,5 Jahre für 170.000 Euro an Therapiestunden, um wirklich dann wieder gebären zu dürfen, also rein seelisch. Das war schon sehr spannend. Und du bist ja echt tierisch offen, ne? Also als ich so das erste Mal gelesen habe, dachte ich auch so, ob ich das jetzt alles so ausbreiten würde, ist schon mutig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, nun muss man ja auch sagen, jetzt kennt ja noch nicht jeder hier das Buch, wo wir jetzt gerade so drüber sprechen, aber jetzt hast du ja Ido. Jetzt hast du Ido, du hast zwei kleine zauberhafte Mädels. Also am Ende des Tages ist ja alles gut gegangen. Du bist glücklichst verheiratet und ja, wann immer wir uns auch sehen oder wann immer auch du mit Ido zu sehen bist und mit deinen Mädels, ihr strahlt ja alle. Also das ist ja, mehr geht ja gar nicht. Das stimmt, das stimmt. Ich muss es wirklich der Therapie verdanken und meinen Mut, da reinzugehen, weil die Therapie hat mich quasi hat mir den Fabrizio schenken können, bereinigt und bereinigt von diesen ganzen Traumata, also wenigstens die meisten, und vor allen Dingen die mit Beziehungen und mit dem Weiblichen zu tun hatten. Und wenn man sich so neu entdeckt, dann verliebt man sich in irgendeiner Art und Weise seelisch mit sich selbst neu. Und das ist, was ich so definiere als wie so eine Art seelische Neugeburt. Und dann ziehst du auch solche ganz neue Menschen auch an. Und du siehst die überhaupt als potenzielle Partner neu, weil du halt dich erneuert hast. Und dieses Glück, was ich empfinde jetzt emotional und die Freude und das Gefühl von Sicherheit, Ankunft,
das Gefühl von enormer Stolz, wenn man sich umdreht und so ein junges Mädchen oder ja, Baby sieht, der dich so anlächelt und dein Herz so komplett sich so aufschlägt wie so eine Blume, kann ich wirklich diese Jahre da verdanken, wo ich ja tiefer in meiner Seele reinschauen gehen musste. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das war nicht einfach. Am Anfang musste ich natürlich meine ganzen patriarchalischen Strukturen bekämpfen, wo ich gedacht habe, ich brauche so einen Mist nicht wie die Therapie. Ich schaffe das irgendwie alleine und das ist doch viel zu teuer. Ich habe doch keine Zeit für sowas. Und das hat so ungefähr 8 Monate gebraucht, bis ich irgendwann in so einer Intimität mit mir selbst, eine Verwundbarkeit, eine Ehrlichkeit und eine Offenheit mit mir selbst reinfallen durfte, wo ich gesagt habe, nein, jetzt gehe ich wirklich schauen, was bei mir nicht so koscher ist und nicht so stimmt. Was habe ich für negative Glauben? Was habe ich für verdrehte Glauben, die für mich erstmal nicht negativ und nicht verdreht sich anfühlten und aussahen, aber dann langsam in den ersten Schritten der Therapie mir wirklich den Spiegel gezeigt wurde und sagt, ja, sag mal, wenn du so bist zu einer Frau, natürlich verlässt sie dich nach 4 Jahren. Sag mal, was machst du denn da? Und das merkt man natürlich erstmal nicht, weil man denkt, ne, dass die eigene Existenz so in Ordnung ist, wie die halt ist. Und wenn man lernt, dass Therapie einem zeigt, ich weiß nicht, du hast 50 Persönlichkeitszüge, 15 Persönlichkeitszüge, 10 sind super und geben dir Erfolg im Leben, aber 5 sind richtig schlecht und bringen dich zum Leid und zum Scheitern. Warum gehst du nicht in diese 5 rein, veränderst die, verbesserst die und dann hast du 15 richtig tolle Persönlichkeitszüge und kannst ein glückliches Leben führen und leben und durchleben. Und das habe ich gemacht und heute sitze ich da mit diesen wunderschönen Damen und Frauen in mein Leben und strahle natürlich wie eine Sonne, ja. Ganz viel Glück. Ja, genau das ist es. Also genau das strahlt ihr einfach auch aus. Also es ist ja so, also wer es jetzt nicht weiß, Fabrizio ist ja gerade frisch erst vor 2 Monaten oder vor 3 Monaten bist du wieder Papa geworden? Vor 3 ist es schon wieder her. Ach Gott, die Zeit rennt aber auch wirklich. Und deswegen, also ihr strahlt und so und das ist total schön. Und letztendlich, was ich mich immer gefragt habe, das ist eben auch, weil wir uns ja auch schon öfter darüber unterhalten haben und Mensch, und das war gar keine einfache Zeit, also weder als Kind noch als Erwachsener, bevor du dann letztendlich so auch so weit warst. Aber wenn du das jetzt mal so zusammenfassen müsstest, wie war es denn für dich? Welche Rolle haben denn die Tiere letztendlich gespielt? Weil dieses Aufwachsen in dem Serengeti-Park ist ja jetzt auch nicht das, was so jedes Kind hat. Also ich sag mal, die anderen haben vielleicht zu Hause mal irgendwie einen Ponyhof gesehen oder so, aber im Serengeti-Park und mit kleinen Nilpferden und was weiß ich was, wachsen die wenigsten auf. Wie war das für dich? Waren die Tiere letztendlich auch so ein gewisser Halt oder hast du das einfach gar nicht so für dich wahrgenommen? Doch, enorm. Mein Vater hatte die geniale Idee, so eine Art Nursery zu bauen. Wir hatten das damals Kinderzoo genannt und das waren alle Jungtiere von Müttern, die diese Jungtiere so abgesetzt hatten, weil sie entweder die Milch verloren hatten oder dass sie waren zum ersten Mal Müttern und die waren so ein bisschen mutterdoof und konnten das nicht so richtig. Und dann haben die Pfleger natürlich diese Jungtiere rausgenommen, von den Müttern getrennt und dann mit der Flasche hochgezogen. Und da über die Jahre das so mehrere Jungtiere waren, also von Elefantenbabys bis zum Schimpansenbaby, natürlich Löwen- und Tigerbabys, so ganz kleine, Krokodilbabys. Und die waren alle in dieser Nursery. Und ich
nach dem Kindergarten natürlich ab 15 Uhr, also nach dem Mittagessen, habe natürlich meine ganzen Nachmittage dort verbracht. Und es war natürlich eine Kompensation, weil es waren nicht nur Tiere, sondern auch noch Tierbabys. Ich war immer noch fast wie so ein kleines Baby mit 4. Ich konnte spielen und laufen, aber... Naja, ihr hattet so, ja auch, ihr hattet ja im Grunde was gemeinsam. Also ihr wart ja. So die Tierbabys, wie du sagst, und du, okay, vielleicht kein Baby mehr, aber eben ein kleines Kind und alle irgendwie dann doch ohne Mama und irgendwo zumindest nicht mit der Mama und jemand anderes musste sich kümmern. Das macht ja schon was mit einem. Das ist ja irgendwie echt so, diese Verbindung, der Faktor, der ist ja schon dann auch da. Also kann ich mir schon auch gut vorstellen. Und hattest du eigentlich ein Lieblingstier? Das hast du mir noch nie erzählt. Hattest du ein Lieblingstier bei den Kleinen? Nee. Also damals ein Elefant, worauf ich geritten bin. Ein Elefant, da durfte ich jeden Tag auf ihn reiten und habe mich an die Ohren so festgehalten. Und das kleine Babykrokodil, was ich dann diese verrückte Idee hatte, den einen Tag in die Grundschule zu bringen, um da ein bisschen so über die Mädels zu imponieren, und hatte den so in meiner kleinen Jeansjacke versteckt und habe den dann so rausgezogen. Ich hatte dann so eine Stelle unterm Bauch gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht waren das die Hoden oder keine Ahnung. Und wenn man da so ein bisschen gedrückt hat, hat er auch noch den Mund so weit aufgemacht, so wie so ein Dinosaurier. Und die Mädels natürlich alle so weggelaufen, schreiend. Ich wurde von der Schule natürlich rausgeworfen und es gab riesen Ärger zu Hause. Aber diese Babys in diese Nursery, ja, die hatten was mit mir gemein. Mit den Eltern weg und alleine und jemand anders musste sie erziehen und so. Aber da habe ich schon als ganz, ganz kleines Kind gemerkt, was Tiere für unglaublich tolle Wesen sind. Weil die haben vielleicht nicht die Intelligenz, bis zu einem Quantencomputer zu bauen oder die Komplexität des Lebens zu durchforschen und Philosoph zu werden oder ein Atomphysiker zu werden. Das schaffen die natürlich mit deren Entwicklung nicht. Aber die sind, definiere ich die so ein bisschen, Hüter des Seins, weil die sind einfach permanent verbunden mit der Natur, mit dem Universum, mit den Elementen. Und die feiern das permanent. Also die hüpfen rum, dieser Schwanz, dieser kleine Schwänzlein geht so hin und her. Die haben sowas Freudiges zum Leben und permanent, die ganze Zeit. Weil die haben keinen Neid, die haben keine Wut, außer bei Futterneid und so. Oder wenn ein Kampf ausbrechen mag. Aber das ist relativ selten, muss ich sagen. Also wenigstens hier in Gefangenschaft. Sonst sind das Wesen, die permanent das Leben feiern. Mhm. Weil die so eine Verbindung von innen spüren, mit dem Ganzen. Und wir leider in unserer Komplexität und mit unseren ganzen Traumatas verlieren genau diese Verbindung über die Jahre. Weil die haben wir natürlich als kleine Babys. Aber dann kommt Religion, Erziehung, schulische Erziehung, die Sozialgruppen und die Freunde, die alle ein Handy haben und ich muss ja auch eins haben. Und all diese verrückten Einflüsse, die bauen dann wie so eine Filter Kette, die dann genau diese Verbindung zum Ganzen so kappen fast. Und dann irgendwann mit 40, 50 entdeckt man, oh Mensch, ich habe keine Verbindung mehr. Und dann fängt man an, 50 Stunden am Tag Yoga zu machen, um sich wieder zu finden. Oder Therapie oder was auch immer. Aber ich habe das damals schon gesehen. Also die Jungtiere da haben wirklich das Leben gefeiert. Und deshalb nenne ich die Hüter des Seins.
Hüter des Seins. Das klingt natürlich sehr poetisch, sehr schön. Nein, aber ich weiß schon, was du meinst. Also ich finde auch manchmal so, wenn man auch nur, also gerade jetzt Tiere, ich weiß, du hast ja eine andere Einstellung als ich, aber wenn ich jetzt so unseren Hund beobachte, ne, der morgens ankommt, das erste ist wirklich so, der kommt so ein bisschen drümmelig noch auf mich zu, ist noch so ganz schlafwarm, weißt du, so, so, er wird einmal durchgekrault und ab da siehst du dem an, ja, was machen wir heute? Ne? So diese Freude, die Tiere ausstrahlen, finde ich auch, ist durch nichts zu vergleichen. Absolut nicht. Also da bin ich auch völlig bei dir. Auch wenn du ja sagst, so zum Beispiel, du würdest eben kein Haustier halten wollen. Das finde ich übrigens interessant, weil dieses, wir hatten uns ja mal so drüber unterhalten und dann meintest du ja auch so, nee, weil du eben findest, Tiere sollten immer irgendwo in ihrer ursprünglichen Umgebung dann auch sein und sich dann auch so ausleben können. Und ein Hund oder eine Katze oder was auch immer, was eben reines Haustier ist, dass dann doch irgendwo immer durch den Menschen dieser Wille aufgezwängt wird, ne? Ja, es ist sehr komplex. Man muss natürlich aus meiner Sicht immer schauen, weil die Antwort, die ich dann kriege, ist, ja, aber das sind ja seit Jahrhunderten trainierte zum Mensch Tiere, ne? Haustiere wie Katzen, Hunde, Pferde sogar fast, Ziegen, Schafe, also das ist doch nicht so schlimm. Was ich immer so dann in den Raum stelle, ist, fragt euch bitte, aber ernsthaft und sehr tief ehrlich muss man da werden, was ersetzt wirklich in euer Leben dieses Tier? Seid ihr vielleicht nicht in der Lage, so ganz alleine zu leben? Und dann kommt eine Katze oder ein Hund im Haus und er ersetzt was und kompensiert was, was ihr nicht schafft zu kompensieren, weil dann ist es purer Egoismus. Also dann holt ihr euch den Hund, weil er so niedlich ist, aber weil er irgendwas ersetzt. Das Kind, was ihr vielleicht haben wolltet, was aber nie kam. Oder weil ihr euch dort wahnsinnig alleine fühlt. Aber das hat mit dem Tier nichts zu tun. Das hat was mit euch zu tun. Also bin ich ein Befürworter, zu sagen, ja, man muss Kindern Tiere nahebringen. Eventuell, wenn es geht, in einen Tierpark oder Zoo. Man kann auch einem Kind für eine Zeit ein Kaninchen oder ein Meerschweinchen kaufen, damit er lernt, sich auch die Natur zu kümmern und um so ein Tier zu kümmern, um Verantwortung zu übernehmen. Ja, auch wenn Mädels das auch mit der Puppe machen, wenn die klein sind. Und meine Brielle wechselt jetzt schon Windel bei ihrer Puppe. Und übernimmt jetzt schon Verantwortung. Also das ist halt die große Frage, aber es ist ein ganz, ganz komplexes Thema. Man könnte natürlich 5 Tage über diese Haustiere. Bei sowas bin ich eigentlich sehr schmerzbefreit. Ich sehe das eher so, du hast da deine Ansicht, ich habe meine. Also warum nicht? Warum müssen wir immer alle einer Ansicht sein? Sondern ich glaube auch, wenn es jetzt eben nicht dieses ist, sage ich mal, dass ich mir, was ich völlig verurteile, ist so, man schafft zu Weihnachten für die Kinder ein Tier an und Silvester ist es langweilig. Da bin ich dann raus. Ne? Da werde ich dann so, dass ich mir denke, Alter, das ist doch jetzt wohl nicht euer Ernst. Ja. Ne? Also so, da habe ich es dann auch nicht. Aber mein Henry, also der, mein Hund würde ich nicht eintauschen für gar nichts. Der liegt jetzt auch übrigens gerade wieder hier neben mir, weil der den ganzen Tag gefühlt immer nur mit mir zusammen ist. Und nach dem Motto, gut, wir gehen dann irgendwann, machen wir dann Feierabend und dann gehen wir gemeinsam essen. So. und ohne, dass ich das Gefühl habe, dass der was kompensieren muss. Also und deswegen, ich glaube auch gar nicht, dass man immer komplett einer Meinung sein muss. Aber du hast es ja nun auch. Du hast ja eher das im Großen. Also nicht jeder hat die Elefanten vor der Tür, mein Lieber. So ist es ja auch nicht, ne? Ja, Petra, ich hatte auch in 4 Familienhunde. Ich hatte einen eigenen Hund, der Alex. Habe aber definitiv gemerkt, weil es ja ein halber Jagdhund war, ein Labrador, wie er sich gefreut hat, die Pille weg, als er dann in so einen Bach reintauchen durfte und Fische fangen durfte. Und da habe ich mich schon als Junger, da war ich kein Kind mehr, ich war in der Pubertät, so 12, 13, 14, da habe ich mich immer gefragt, weil ich das immer im Parallelen immer beobachtet habe, auch mit den Tieren im Tierpark.
mache ich da was Richtiges, dass ich den so viele Stunden im Haus da einsperre und mit mir so rumknuddele und spiele, was ja schön für mich ist, aber für, und es ist komplex. Es hat definitiv auch mit dem Typ Hund zu tun. Wenn man sich natürlich einen Jagdhund holt und man sperrt ihn in Hamburg in so ein Hochhaus rein, ist es fürchterlich, wenn man sich einen Chihuahua holt. Und ja, es ist komplex. Naja gut, und ich sag mal, die Tiere, die du so um dich herum hattest, um mit denen zu spielen, die waren ja dann doch eine Nummer größer. Also ob es dann ein Nashorn war oder ein Elefant oder eine Giraffe oder wie. Und aber wo du das gerade eben so sagst, so von wegen, na, du hast dich schon gefragt, ob der nicht lieber draußen sein will. Dieses Thema, die Tiere bloß sein zu lassen, frei zu lassen, so wie sie sind, das ist schon Großes für dich, oder? Ja, weil es hat mit Würde des Tieres zu tun. Also so viel zu erkennen wie möglich, das Tier quasi so empathisch zu begegnen und zu verstehen und zu kennenlernen, dass man ihm eine Tierwürde lässt und schenkt, als Mensch und als dominante Spezies. Das müsste die Übung sein. Und das ist aus meiner Sicht wahre Liebe. Also wenn man wirklich committed ist, wenn man die respektiert, wenn man schnell antwortet, wenn man die wirklich, wirklich kennt, also Ernährung, wo kommen sie her, was haben die für Instinkte, Traditionen, Wünsche, Reize. Wenn man das alles kennt, dann sich ein Tier holen. Und deswegen hast du, glaube ich, auch, ich glaube, du weißt auch, worauf ich hinaus will, deswegen hast du, glaube ich, auch seinerzeit etwas gemacht, was vor dir niemand gemacht hat, ne? Weil jetzt würde ich mal tatsächlich ganz kurz mal ins Buch springen, denn das war so eine Geschichte, ach, die mich auch beim Lesen so angerührt hat. Das Nashorn Kai. Soll ich da mal so eine kleine Passage vorlesen, damit auch die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal wissen, worum es da überhaupt geht? Unbedingt. Das war für mich einer der zoologischen Höhepunkte hier in der Geschichte des Parkes und mit einer der emotionalsten Momente für mich. Ja, dann ich lese mal, also ich lese, ja, ich springe ja auch immer so ein bisschen im Text, aber ich lese mal so eine kleine Passage, dass man da mal so einen Einblick bekommt, weil das war, also das ist mit eins meiner Lieblingskapitel. Und zwar heißt es, Nashorn Kai wird ausgewildert. Wenn ich eine Vision habe, die mich wirklich begeistert, dann lasse ich nicht los. Ich bin Steinbock, vielleicht daher die Hartnäckigkeit, wer weiß. Die Idee mit der Auswilderung eines Nashorns kam eines Tages wie angeflogen. Das war damals eine ungeheuerliche Idee, weil noch niemals zuvor einem Tierpark geborenes Nashorn wieder zurück in die Wildnis gebracht worden war und man daher nicht wusste, ob das überhaupt funktionieren würde. Aber der Reihe nach. Wir hatten plötzlich überzählige Nashornbullen im Park. Wie Sie wissen, ist das ein Problem. Was macht man mit den Tieren? Verkaufen darf man Nashörner nicht, weil sie zu den gefährdetsten Tierarten der Welt gehören. Vor 150 Jahren gab es etwa 70.000 Nashörner. Heute sind es keine 20.000 mehr. Also eine hochgefährdete Tierart. Man darf schon allein aus ethischen Gründen nicht mit ihnen handeln und es gibt auch Gesetze dagegen. Also sagte mein Vater, verdammt nochmal, was machen wir mit dem Nashornbullen? Wir haben keinen Stall, wir finden keinen anderen Zoo, der ihn uns abnimmt. Was tun? Es sind Probleme, vor denen man manchmal steht. Und dann hatte ich die Idee. Lass uns doch einfach das Nashorn zurück in die Natur bringen. Dann kommt jetzt, ich überspringe das so ein bisschen, es gab nicht so die Begeisterung deines Vaters, aber letztendlich hast du dich durchgesetzt, aber eben so, dass er gesagt hat, dann hast du dich auch um all das zu kümmern, ne? Jawohl, ich musste wirklich alles finanzieren auch. Er sagte, also ich habe kein Geld, es war keine gute Saison. Und du, wenn du das machen möchtest, musst du die Kiste gesponsert finden, du musst Transport gesponsert suchen, den Flug nach Südafrika oder nach Namibia gesponsert finden. Und ich war tatsächlich über 8 Monate, 4-5 Stunden am Tag nur am Telefonieren. Ja, und überleg mal, wie alt warst du damals?
26. Ja, ist jetzt auch nicht gerade das Alter, wo man sagt, gucke mal, jahrzehntelange Erfahrungen stecken dahinter, ne? Nein, das müssen die Gene gewesen sein. Ja. Also, dann lese ich mal eben an einer Stelle nämlich weiter. Also, du hast es alles auf die Beine gestellt und ich sag mal, für dich, glaube ich, auch gedanklich eine große Klappe gehabt, kriege ich alles hin. Und dann habt ihr auch das tatsächlich soweit erstmal auf den Weg gebracht. An der Stelle steige ich nochmal kurz ein. Da sagst du, wir hatten einen Nationalpark in Namibia gefunden, den Etosha-Nationalpark, der Kai aufnehmen wollte. In diesem Nationalpark waren im Jahr 1857 noch 20.000 Nashörner gezählt worden. Als Kai 1996 eintraf, waren nur noch 13 übrig. Er war Nummer 14. Alle anderen waren wegen des Horns gewildert worden. Was jetzt kommt, ist die emotionalste Geschichte meines Lebens, vielleicht zusammen mit der Elefantengeburt. Mein Vater hatte mir ein Projekt komplett überlassen. Er hat gesagt, wenn du das machen möchtest, bitte. Aber dann ist es deine Sache. Ich war 26, hatte zwar einen Doktortitel im Marketing, war aber bisher vor allem Mädchen für alles im Park gewesen. Nun traf ich am Frankfurter Flughafen auf 53 Journalisten von Bunte, ZDF, Bild, Sat.1, RTL, Geo und so weiter. Da waren sogar Leute vom National Geographic, weil es schließlich das weltweit erste Breitmaulnashorn war, das aus der Obhut der Menschen zurück in die Natur befreit wurde. Man hatte keine Ahnung, was passieren würde. Ob das Tier den Flug überstehen, ob es mit dem Klima klarkommen, ob es Wasser finden würde. In Namibia regnet es manchmal 5, 6 Jahre lang nicht und die Erde trocknet vollkommen aus. Es gibt nur hier und dort ein Wasserloch. Kai war solche Anstrengungen einfach nicht gewohnt. Er hatte sozusagen zuvor im Robinson-Club gelebt. Immer genügend Wasser, Futter und eine perfekte Ausstattung. Und beim kleinsten Wehwehchen stand der Tierarzt bereit. Ich traf nun diese 53 Journalisten und tappte aus mangelnder Erfahrung gleich in die erste Falle. Denn ich war zu nett. Vielleicht zu italienisch. Sie haben mich daraufhin behandelt, als sei ich ihr Reiseleiter. Das fing an bei, ich habe meinen Koffer verloren oder gucken Sie mal, ich habe so einen komischen Ausschlag am Arm, bis zu, Herr Sepe, ich habe hier gar keinen Handyempfang. Also als ich das gelesen habe, dachte ich auch, ach komm schon, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Aber du hast richtig mit denen zu kämpfen gehabt, ne? Ja, die haben mich wie so ein Reiseleiter, weißt du, wie bei diesen tollen japanischen Gruppen, die in Neuschwanstein da so rumturnen mit so einer kleinen Fahne vorne vor. Ich sehe es vor mir. Ja, wie in den Mittelalterkriegen, wo so viel Staub war, dass man als Soldat nur auf diese Fahne geguckt hat, damit man verstehen konnte, wo die eigene Brigade war. Und so haben sie mich irgendwie eingestuft, aber es war definitiv mein Fehler. Ich hab mich da so auch verkauft, ne? So nach dem Motto am Flughafen. Ich organisierte die ganzen Bordkarten und habe die so verteilt und ich wollte einfach nur hilfreich sein. Nur die haben das dann unten im Busch, mitten bei der kleinsten Mücke, die war fast 5 Zentimeter lang, so genommen, als ob ich deren Reiseleiter war, auch da unten. Und diesen Schnitt habe ich nicht so ganz klar gemacht. Und wirklich, die waren alle voller Resorchin, also dieses Malaria-Mittel, die waren alle so ein bisschen grünlich im Gesicht. Die waren gedumpt. Ja. Oh Gott. Und alle nicht so gut drauf. Und alle 53 auf einmal war da natürlich mit das Anstrengendste. Und dann kam letztendlich, also du hattest alles organisiert, auch mit diesem Cargoflug etc. So, und dann kam Kai an. Willst du es erzählen oder soll ich es lesen? Was möchtest du? Nein, gerne lesen. Ich kann dann erzählen, wieso er nicht so rauskam. Es ist so herrlich. Und ich habe es auch wirklich vor mir gesehen. Das ist eine ganz kurze Passage noch eben. Da springen wir eben kurz an diese Stelle. Endlich kam der Transporter mit Kai an. Es dämmerte bereits. Es war einer dieser typischen Sommerabende, wo man noch ziemlich viel sieht, aber das Licht so ein bisschen anfängt wegzugehen.
Die Journalisten standen mit den Kameras bereit. Ich hatte solche Angst gehabt, dass Hai den Transport nicht überstehen würde. Aber alles war gut gegangen. Klar, er kam recht kaputt an. Man sah eins seiner Augen durch den Spalt in der Kiste. Ein sehr müdes Auge. Natürlich war er fertig von der Reise, dem langen Flug, der langen Lastwagenfahrt. Ein Kran ließ die Kiste vom Wagen herunter und wir machten die großen Stangen vorn von der Kiste hoch, damit er rauskam. Erst einmal sollte er in ein kleines, separates Gehege, um sich langsam anzupassen. Nun kam das Tier allerdings nicht aus der Kiste. Wir haben ihn gerufen, wir haben mit Futter gelockt, aber es passierte nichts. Und dann, nach einer ganzen Zeit, kam mir eine Idee. Moment mal, wie hat das denn die Tierpflegerin immer gemacht? Und dann bin ich hinten zur Kiste gegangen und habe ihm einen auf den Po geklatscht. Das sind ja Dickhäuter. Die Häute sind 8 Zentimeter dick. Ein Schlag, der nicht wehtun würde, aber es war ein ziemlicher Klatsch. Jedenfalls kam er daraufhin herausgeschossen wie ein Projektil. Die Journalisten waren völlig überrascht. Die meisten hatten die Kameras runtergenommen, weil sie bereits müde waren und nicht mehr damit rechneten, dass Kai sich heute noch zeigen würde. Und dann schoss er heraus. Nein, zurück, hieß es dann. Das war schon ein historischer Moment. Hochemotional, Glück, Liebe dem Tier gegenüber und auch ein Riesengefühl von Erleichterung. Immerhin standen da 53 Journalisten. Stellen Sie sich mal vor, wir machen die Kiste auf und Kai ist tot. Ich fühlte mich in diesem Moment, als hätte ich ein Endspiel gewonnen. Ich fand das so, so, so schön. Vor allem, ich habe es mir auch so vorgestellt, das, was du eben als diese Reisegruppe da dargestellt hast, diese aufgeregten Journalisten und jeder will das perfekte Bild und jeder drängelt und quengelt und will den anderen zur Seite schieben und Kai kommt einfach nicht raus. Und dann, wenn er rauskommt, hat keiner mehr die Kamera darauf. Also besser kann man sich's ja quasi gar nicht ausmalen. Aber sag mal eben, nochmal eben so von der Bilanz her. Ich hatte ja eben vorgelesen, dass nur noch 13 Nashörner, Breitmaul-Nashörner damals da waren und mit Kai dann 14. Und dann, was ist dann passiert? Wie ging es denn mit Kai weiter? Ja, also man muss sich vorstellen, es ist ja einer der vier großen Säulen des Existierens eines Tierparks, ne? Dieses Ziel, Tiere wieder auszusetzen. Also so ein Tierpark oder Zoo oder Zoologischer Garten hat ja als Ziel, dieses Kulturelle, also Kindern oder Erwachsenen zu zeigen, ne? Es gibt auch andere Geschöpfe auf dem Planeten außer wir und ein paar Schmetterlinge und Kühe, sondern es gibt auch, ne, Schnabeltiere, Kängurus und so weiter. Dann gibt es die Funktion des Artenerhaltens, also das Beste zu tun, so eine Art Arche Noah zu sein, dass wenn irgendwann ein Nationalpark entsteht oder eine Ecke der Erde wieder vom Krieg oder was auch immer befreit wird, man da wieder Tiere einsiedeln könnte. Oder wenn eine große Naturkatastrophe passiert, dass man Jahre danach da wieder Tiere einsiedeln kann. Das ist die zweite große Funktion. Die dritte ist Forschung. Natürlich, also zu forschen, wie es den Tieren in Gefangenschaft geht, in der Natur geht, um das Wohlsein der Tiere immer weiter zu steigern. Und die vierte Säule ist dann wirklich tatsächlich dieses In-situ, ex-situ. Also In-situ ist in der Natur, ex-situ ist außerhalb der Natur, also im Zoo oder im Tierpark. Und da so eine Achse aufzubauen mit der Zeit. Und so eine Auswilderung hat was mit dieser vierten Säule zu tun. Und zu sagen, okay, wir bringen einen Bulle zu 13 Weibchen. Es waren tatsächlich die letzten 13 Weibchen. Und die hätten natürlich auch frisches Blut gebraucht. Mhm. Da unten im Etosha Nationalpark. Und das war dann alles gelungen. Der Bulle ist erstmal 6 Wochen in so ein separates Gehege geblieben. Allein in diese 6 Wochen ist seine Haut um 6 Zentimeter noch dicker geworden, wegen der vielen stärkeren und mehr Sonneneinstrahlung, die da unten herrschte. Und dann haben wir ihn natürlich mit so einem Sender versehen im Horn, damit man ihn immer wieder finden konnte. Und dann haben wir diese Boma, dieses kleine Gehege aufgemacht und
Er ging dann raus, da war ich selber auch mit dabei. Ich bin insgesamt 7 Mal runtergeflogen, um ihn zu besuchen und ihn zu finden. Ja, und jedes Mal, ne, hat er mich erkannt und Gänsehaut pur. Und der eigentliche Beitrag wirklich in die Natur waren dann seine 9 Kälber, die er in den 18 Jahren, wo er dann noch gelebt hat, gezeugt hat. Weil das hat wirklich dann ein Ergebnis zur Auswilderung gegeben. Also die Auswilderung war eigentlich nur der erste Schritt. Es war hochdramatisch wegen der 53 Journalisten. aber das war eigentlich nur der spektakuläre zwar, aber nur der erste Schritt. Das Spektakuläre für die Natur waren die 9 Kälber, die er da unten gezeugt hat. Klasse. Und nachdem andere Nationalparks gehört hatten, was das für einen Erfolg hatte, zum Beispiel der Krüger Nationalpark hat 33 Nashörner mit Hubschrauber leicht sediert rübergeflogen in die Etosha Nationalparkebene. Und heute sind das 240 Nashörner. Ach, Wahnsinn, oder? Ja. Also was für ein Erfolg, überleg mal, was ihr da losgetreten habt. Ne? Und du hast, im Grunde bist du ja wahnsinnig hemdsärmlich daran gegangen. So, ja, und ich mach das und überhaupt. Aber seien wir doch mal ehrlich, hättest du mit solch einem Erfolg gerechnet? Das ist ja Erfüllung pur, oder? Ja, also ich sage, seitdem ich die ersten 2 Kälber dort unten erleben durfte, habe ich gesagt, okay, ich kann eigentlich morgen sterben und ich kann sagen, ich habe nicht so viele Konferenzen gemacht und ich habe nicht 2 Doktor- und Professortitel in Zoologie oder so, aber ich könnte morgen sterben und ich habe wirklich was konkret in die Natur beigetragen. Und das ist ein unbezahlbares, unbeschreibliches Gefühl. Voll schön. Also, ne, ich meine, da hört man auch eine tiefe Dankbarkeit bei dir raus, ne? Oh ja, oh ja. Merkt man. Aber das ist sowieso was, finde ich persönlich, dass sich durchs ganze Buch zieht. Also diese, ich glaube, du bist auch so ein Mensch, du bist auch dankbar für mal Niederschläge, etwas, was vielleicht mal nicht so gelaufen ist, um daraus zu lernen. Und das macht es ja eigentlich aus, so diese menschliche Entwicklung. Und bei dir ging das eben immer schön parallel mit den Tieren dann auch, ne? Ja, ja. Denn nicht, dass du langsam aber zu diesem Niederschlag kommen willst mit dieser Geschichte im Freizeitpark, ne, Petra? Also, du sprichst von schlechten Erfahrungen. Ich weiß. Also ich finde das ja, ach Gott, mein lieber Fabrizio, wir mögen uns das so. Ich finde es nur so herrlich. Ich finde es so herrlich, weil natürlich waren da in den ganzen Jahren jetzt, waren ja natürlich auch wirklich viele Sachen. Ich meine, wie lange bist du jetzt dabei? 50 Jahre ist der Freizeitpark bald, oder? Der Serengeti-Park. Ja, nächstes Jahr ist er 50 Jahre. Ja, ich habe nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum dann richtig hier, aber der Park hat 50-jähriges, genau. Ja, so, und das dann, wenn du 30 Jahre das Ganze machst, bei einem Park, der eben 50 Jahre dann existent ist, dass da vielleicht auch nicht immer alles nur perfekt läuft, ist ja klar. Aber du musst es ja auch so sehen. Bei mancher Stelle habe ich mich echt gefragt, ob das heute mit diesen ganzen Vorgaben und mit allem drum und dran überhaupt noch so möglich wäre. Glaubst du das? Ginge das noch? Ja. Nee, oder? Ja, also ein paar Sachen passieren schon heute noch. Ach ja, okay, komm. Also da wir uns so lieb haben und du mir nicht böse bist, lese ich jetzt eine Stelle vor, bei der die hatte ich gelesen, als ich eben das Manuskript ja seinerzeit angeboten bekommen habe. Da habe ich mich wirklich weggeschmissen vor Lachen, weil da sind Bilder in meinem Kopf entstanden, die sind bis heute nicht wieder raus. Und das will ich jetzt einfach gerne, dass mal alle anderen auch genau diese Bilder in den Kopf kriegen. Deswegen mache ich jetzt einen Sprung in deine frühen Jahre des Parks. Du hast ja schon mal gesagt hier auch, du warst echt Mädchen für alles, ne? Und du musstest alles von der Pike auf lernen. Das war deinem Vater schon wichtig, oder? Ja, total, leider. Ja, genau. Und da haben wir nämlich eins, wo du noch lernen musstest. Und zwar, das ist so mitten im Buch, das ist jetzt gar kein eigenes Kapitel. Da springe ich mal so rein.
Es gab auch ein paar lustige Ereignisse, die allerdings, als sie passierten, alles andere als lustig waren. Im Grunde waren das echte Katastrophen, die perfekt in diese Jahre passten. Eins dieser Ereignisse passierte an einem Morgen, als ich in den Sommerferien zur Aushilfe im Park war. Ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, aber ich war noch recht jung. An dem Morgen waren 5 Bedienstete krank und 2 Leute hatten frei. Also wirklich Personalnot. Und da sagte mein Vater: "So, du willst ja helfen. Heute kriegst du die Uniform." Das waren damals so lange blaue Hemden mit roten Streifen. Ein bisschen wie im Zirkus. Mit langen Ärmeln und unserem Logo. Dazu trug man eine Serengeti-Parkkappe. Mein Vater guckte sich die Listen an. Er war immer mit dem Fahrrad und dem Walkie-Talkie unterwegs. Und fragte so ein bisschen hin und her, wer bedient heute wo und was dreht sich denn so. Und sagte dann zu mir: "Okay, du bedienst heute das kleine Riesenrad. Irgendwann musst du es ja sowieso mal lernen." Das ist jetzt nicht so das super Fahrgeschäft, aber ich denke, komm, üb dich in Bescheidenheit. Okay, also ich ziehe mich um, setze mir die Kappe auf und gehe zum Riesenrad. Mein Vater sagt: "Warte, bis da der Chefmechaniker kommt, der Detlef." Und ich stehe da mit meinem schmierigen Kappi, warte, laufe nervös herum, sammle ein bisschen Papier auf, mache noch sauber, fege dort ein bisschen. Niemand kommt. Ich kann ja nicht anfangen. Man muss mir ja mal zeigen, wie das Fahrgeschäft denn überhaupt bedient werden muss. Woher soll ich mich auch auskennen? Irgendwann taucht dann also dieser Detlef auf. Er hatte nicht gerade die beste Laune. An dem Tag gab es Probleme mit der Kutschenbahn. Außerdem hatte es am Abend vorher geregnet und die Elektronik musste neu justiert werden. Detlef war also in Eile und genervt und zeigte mir, was ich zu beachten hätte. "So, du lässt die Besucher einsteigen. Bügel hoch, die Besucher steigen ein, Bügel wieder zu. Du gehst in die Fahrerkabine und drückst auf Start. Dann drückst du auf Beschleunigen und dann, ganz wichtig, auf Konstant. So. Konstant, damit du immer dieselbe Geschwindigkeit hast. Und dann kommt die nächste Familie. Die lässt du wieder einsteigen, machst dasselbe, lässt sie 4 Minuten fahren, drückst auf langsam, aber dann unbedingt, sobald du siehst, dass du die richtige Geschwindigkeit erreicht hast, um bald zu stoppen, drückst du wieder auf Konstant. Und wenn die Geschwindigkeit gering genug ist, wartest du, bis die Gondel an die Startposition kommt, da drückst du auf Stopp. Dann macht es einen kleinen Ruck. Die Leute können einsteigen, aussteigen und so weiter und wieder von vorn." Das haben wir dann ein bisschen geübt und Detlef ist wieder weg. Und ich: "Ah, da kommt die erste Familie." Die erste Familie, natürlich, klar. Ein riesiger Papa, so ein 150-Kilo-Mann mit einer Filmkamera. Die Mutter nicht viel dünner, der Sohn ganz genauso. Sie sahen alle aus wie von Botero gemalt. Ich gleich Gondel auf und wieder zu. "Herzlich willkommen, hallo." Ich drücke auf Start, dann beschleunigen, dann auf Konstant. Und die liefen ganz fröhlich. Aber kaum eine Minute später kam die zweite Familie. Also, ich gehe auf langsamer fahren, langsam, dann auf Konstant. Ganz wichtig. Gut. Und schon wieder die nächste Familie. Und ich mache das und lasse die dritte Familie einsteigen. Ich beschleunige, drücke auf Konstant. Und das Riesenrad fängt an, sich relativ schnell zu drehen. Und mir fällt auf: "Moment mal, das wird ja immer schneller. Oh mein Gott, das macht ja so ein komisches, ungutes Geräusch. Wum, 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 wum. Und es wird immer schlimmer und schneller. Die Gondeln, die normalerweise so herunterhängen, die standen schräg in der Luft. Dieser etwas korpulente Vater filmt das Ganze mit seiner großen Kamera. Und irgendwann ruft er runter: "So, wir möchten dann jetzt aussteigen und, ich kümmere mich drum", rufe ich zurück. Ich flitze also in die Kabine und drücke auf langsam. Nur langsam, und es hieß ja langsam und dann konstant. Naja, das Pult reagiert nicht. Und das Riesenrad wird immer schneller. Und die Leute rufen: "Hallo, das reicht jetzt aber auch." Ich gerate in Panik und fange an, wahllos die ganzen Knöpfe zu drücken. Und das Pult fängt an zu qualmen. Ich hatte kein Funkgerät, kein Handy, die gab es damals nämlich noch gar nicht. Ich brauchte Detlef. Was sollte ich also tun? Ich bin losgelaufen. Und das Riesenrad drehte sich mit voller Wucht. Ich werde das nie im Leben vergessen, diesen Moment, in dem ich in Richtung Werkstatt renne. Ich biege in die Rechtskurve und aus dem Augenwinkel in der Ferne sehe ich das Riesenrad mit den fliegenden Gondeln und die Frauen hatten alle die Haare nach hinten.
Und natürlich dauerte es ewig, bis ich Detlef gefunden hatte. Ich glaube, er hat dann einfach den Stecker gezogen und das Riesenrad hielt. Er hatte leider vergessen, mir zu sagen, dass man das Riesenrad gegensätzlich beladen muss und nicht einfach die Gondeln hintereinander, weil sie sonst in Unwucht geraten. Das muss man ja auch erstmal wissen. Also, als ich es gelesen habe und mir das so vorgestellt habe und dann noch dieser Mann, der mit seiner Kamera alles gefilmt hat, etc. Also, ich weiß, es muss für dich damals ein Albtraum gewesen sein, aber Fabrizio, ich habe so gelacht wie selten, ganz ehrlich. Ja, es ist ein Privileg, heute darüber lachen zu können, weil... Ja. Das Ding hat so vibriert und so schnell und so wuchtvoll gedreht. Also ich dachte, wir machen da richtig ein Drama an dem Tag. Und ich weiß bis heute nicht, wie dieser Detlef dieses Riesenrad zum Halten gebracht hat, weil ich dachte, das wird nie halten. Die Gondeln, die so normalerweise so 30 Grad geneigt sind, waren wirklich auf 45 Grad, ne? Und alles hat gewackelt. Muttern von dem Mittelbau sind so weggeflogen. Und ich werde natürlich nie vergessen, diesen Moment, wo ich mich zum Riesenrad so beim Weglaufen umdrehe und habe dieses Riesenrad gesehen, das sah aus wie, weißt du, diese Kreiseln, um Leute zu hypnotisieren. So sah das aus der Ferne aus. Ich hatte aber dieses Schuldgefühl, so als Kapitän das Schiff verlassen zu haben. Also das war im Moment, war das wirklich Panik pur. Heute kann man darüber lachen, weil niemand verletzt wurde. Genau. Außer ein bisschen Übelkeit. Und natürlich waren die wütend auf mich beim Aussteigen. Die haben mich alle so ein bisschen krumm angeguckt. Aber ich fände es unbezahlbar, heutzutage diese VHS-Kassette zu finden. Ich auch. Ich auch. Ich würde es so gern sehen. Weil wenn du genau weißt, es wurde niemand verletzt, ne? Und du dir das Ganze dann angucken könntest. Und ehrlich gesagt, ich hätte auch schon gern noch gesehen, wie du da in Panik wegrennst. Stell dir mal vor, du sitzt selber in diesem Riesenrad und du siehst derjenige, es wird immer schneller, und derjenige, der es bedienen soll, rennt weg. Weg. Was muss das für ein Moment sein? Auf der anderen Seite, was machst du da? Ich habe mich wirklich gefragt. Also es wird immer schneller. Die Besucher beschweren sich immer doller. Der Pult fing an ja zu rauchen, mit diesem weißen Rauch, weil ich alle Knöpfe da gedrückt habe und nichts hat reagiert. Oh Gott. Und was machst du da? Du musst ja irgendwas machen. Ne? Richtig. Also, außer du brichst natürlich zusammen. Vielleicht gibt es Menschen, die brechen zusammen und aus Panik bleiben sie da aus Starre. Aber ich glaube, das wäre fast schlimmer gewesen. Da habe ich einfach das erste Mal im Leben gemerkt, ich bin so ein Macher. Also ich mache lieber. Ne? Und es sieht erstmal feige aus, da einfach wegzulaufen. Aber aus meiner Sicht war das Einzige, was Intelligente, was ich machen konnte. Ne? Aber naja, feige finde ich das gar nicht, wenn du Hilfe holen willst. Also ne, irgendwas musst du ja unternehmen, wie du schon sagst. Du bist ein Macher. Und das zieht sich ja echt so durch das ganze Buch, durch das ganze Leben. Und vieles ja wirklich so, was ich sag mal von außen betrachtet, wo man dann denkt so, ja, und da stecken, was weiß ich, wie viel Strukturen hinter, und da wird dies geplant und da wird das geplant. Also so die Entwicklung des Parks ist ja auch wirklich oftmals einfach so gelaufen, und ihr habt es hingenommen und versucht, das Beste daraus zu machen. Also es war ja jetzt ja nicht alles so geplant. Ich glaube, man stellt sich das auch als Außenstehender irgendwie sehr viel doller vor, als es in dem Moment ist, weil ihr müsst ja immer irgendwelche Lösungen für gerade mal eben auftretende Probleme finden, ne? Ja. Also und auch mit sehr viel Kreativität und Fantasie und Innovation. Also so ein Freizeitpark ist einfach unglaublich, ne? Weil seit 2007 haben wir auch noch Übernachtung.
Das heißt, das ist auch eine Hotellerie jetzt dabei. Das sind 10 Unternehmen in einem. Das ist wirklich Wahnsinn. Da ist Marketing, Finanzen, Service, Gastronomie, Freizeitpark, Tierpark, Personalwesen, da ist, wie gesagt, Hotellerie, also Gästelogistik mit diesen ganzen Fahrattraktionen wie Unimogs, Monster Trucks, Speedboote, Sumpfboote. Also das sind wirklich fast wie 10 Unternehmen in einem Unternehmen. Das ist wirklich wie so eine Lebensschule täglich, permanent. Deshalb liebe ich das so. Ne? Siehst du, da ist es wieder. Deshalb liebe ich das so. Das kommt in dem ganzen Buch immer wieder raus. Und genau genommen, das hatte ich jetzt vorhin gar nicht vorgelesen, aber es heißt ja nicht nur das Buch Die Safari meines Lebens, sondern der Untertitel sozusagen ist der Die Liebe zu Tieren und Menschen und der Traum vom Serengeti-Park. Und ich finde, das kommt auch in dem gesamten Buch immer wieder raus, wie sehr du es liebst. Du liebst dein Leben und du liebst es eben auch, das Leben anderer Menschen, Tiere, wie auch immer, schöner zu machen, besser zu machen und gehaltvoller zu machen, ne? Ja, also so ein Park, finde ich, verkörpert eine immense Potenzial an Glücksereignisse, vor allen Dingen für Kinder, ne? Wenn du diese Mischung hast mit Tieren, Fahrgeschäften, Übernachtung. Du hast einen Ort geschaffen, wo Mensch, Natur und Tier harmonieren. Und das gibt aus meiner Sicht so eine Begeisterung für eine Zukunft mit starker Hoffnung, dass es einfach klappen kann mit Offenheit, mit Intelligenz, mit Offenheit zur Komplexität der Natur, der Menschen und wie die zusammenleben können, dass es eines Tages sogar klappen kann, dass Mensch, Natur und Tier viel intensiver und auch überall und nicht nur in Tierparks als Realität realisiert werden kann. Und diese Hoffnung zu schenken, wenn die Besucher mit den eingeschlafenen Kindern in den Autos wieder zurück nach Hause fahren und diese Kinder am nächsten Morgen aufwachen und für 14 Tage Giraffen an den Wänden der Küche malen und in der Schule begeistert von diesen Erlebnissen erzählen. Das schenkt, finde ich, an diese nächsten Generationen so viel positiver Hoffnung für eine tolle Zukunft. Und wenn ich das lebe und tanke jeden Tag von diesen Kindern, das ist einfach Benzin für die Ewigkeit. Oh, herrlich. Oh, wenn ich dich so reden höre. Es ist genau das. Wir hatten das ja auch so bei diesen Lesungen, was mir immer wieder aufgefallen ist. Ich meine, du bist nun auch wirklich so ein Kindermensch, ne? Wenn du dich mit den Kindern unterhältst, ist mir auch aufgefallen. Du hast dich bei jedem Kind für die Fragen bedankt, die sie dir gestellt haben. Dieses Interesse, diese Leidenschaft und alles. Und du hast es im Buch, das hatte ich dir ja seinerzeit auch gesagt, denn ich als deine Verlegerin musste mich ja erstmal überzeugen und tatsächlich, das hatte ich dir ja schon mal erzählt und das sage ich jetzt auch gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern, du hattest mich bereits mit einer Stelle im Prolog, hast du mich so begeistert, dass ich wusste, ich möchte dieses Buch verlegen und ich fürchte auch, mein lieber Fabrizio, weil wir uns ja wie immer verquatschen. Wir müssten, glaube ich, so langsam zum Ende kommen. Deswegen würde ich jetzt diesen ganz kleinen Text, diese ganz kleine Stelle gerne vorlesen, weil ich finde, die gibt genau das wieder, was der Park ist, was du bist und was das Ganze so besonders macht. Ja? Gerne, gerne, ja. Und nämlich schon im Prolog steht von dir, mittendrin ist das. Der Park ist mein Leben. Es war nicht immer einfach und es wird es auch in Zukunft nicht sein. Die Verantwortung für die Tiere und die Mitarbeiter. Aber in erster Linie mache ich es für die Menschen, um ihnen Freude zu bringen. Am Ende meines Lebens möchte ich auf 95% glückliche Momente zurückblicken. Und genau das will ich meinen Besuchern vermitteln. Ich finde, das ist so schön, weil diese wenigen Zahlen genau dieses Buch zusammenfassen. Du hast für uns alle mit dem Serengeti-Park etwas geschaffen. Das ist eine ganz eigene Welt. Und jetzt mit diesem Buch gibst du auch noch mal so ganz persönliche Einblicke und lässt uns da auch noch mal reingucken. Und dafür, mein lieber Fabrizio, danke ich dir wirklich von ganzem Herzen. Also ich habe das Buch geliebt. Ich habe es aber ja auch schon mehr als einmal gelesen.
Und ich hoffe einfach, dass das für dich genau so wird. Nur hoffe ich, dass das Ende deines Lebens noch ganz, ganz lange hin ist, weil mit dir möchte ich noch viel Zeit verbringen, mein Lieber. Danke, Petra. Ich habe zu danken, aus ganzem Herzen zurück. Und mein Motto ist, wenn es eine Notenskala gibt von 0 bis 10, sollten wir alle 10 anstreben. Weil wenn im Leben dann was passiert, und man hat einen Rückschlag, dann fällt man wenigstens auf eine 7. Wenn man das ganze Leben auf eine 6 versucht hat zu zielen, dann, wenn was passiert, dann fällt man runter auf eine 3, auf eine 4. Und das ist einfach die Botschaft, die ich mitgeben will. Und eine 10 ist nur eine Zahl. Was ist, wenn es 14 gibt? Also Wahnsinn. einfach immer nach vorne und immer das Beste wirklich auch als Visionen versuchen zu haben, weil das ist, was wir Menschen hier verdienen auf dem Planeten. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder einmal zugehört haben. In der heutigen Sendung war Fabrizio Sepe unser Gast bei Hörbahn on Stage. Petra Mattfeld sprach mit ihm über sein Buch »Die Safari meines Lebens«. Das Buch ist zugleich eine Autobiografie und eine Liebeserklärung an den Safaripark Hodenhagen und die Tiere darin. Hören heißt dabei sein, das ist das Motto dieser Sendereihe. Vielen Dank an Petra und Fabrizio, dass wir heute so viel über den Autor des Buches, seinen Vater, den Gründer des Safariparks Hodenhagen, seine Familie, Tiere und Menschen des Parks, über Tierliebe und Begeisterung von Anfang bis heute erfahren durften. Danke für die offen, klar und Direktheit, in der dies Gespräch geführt wurde. Danke auch für die Blicke hinter die Kulissen, auf die Schwierigkeiten, Probleme, Katastrophen, aber auch die Freuden, die Glücksmomente. Nicht zuletzt danke für den Einsatz für ein Projekt, dass es sich zur Aufgabe gemacht hat, wilde Tiere aus der Nähe erfahrbar zu machen, sie ganz ohne große Reisen und Aufwand fast vor der Haustür zu erleben und damit ein Band zwischen ihnen und den Besuchern zu knüpfen, das mehr ist als ihr Anblick auf TV-Screens, weil er einfach wirklich ist, so wirklich wie der Nachbarshund, die Krähe auf dem Laternenmast, das Eichhörnchen oder der Stadtfuchs, nur dass es sich um Nashorn, Löwe, Elefant oder Gepard handelt. Die Einblicke, die er uns in sein Leben und Schaffen und das seines Vaters gegeben hat, werden in Erinnerung bleiben. Es ist sicher, dass dieses Buch, ob für sich selbst gekauft oder verschenkt, eine gute Idee ist, um die Lesenden zu unterhalten, aber auch zum Nachdenken über Familie, Passionen, Tierliebe und Empathie zu veranlassen. Außerdem, und das ist ein großer Vorzug dieses Buches, es ist süffig. Ja, man kann hier Wörter trinken und sich an dem Geschilderten berauschen. Und eine Aufforderung an die HörerInnen. Besorgt euch das Buch. So etwas findet man nicht so häufig in den deutschen Buchläden. Vielen Dank, dass du in unserer Sendung warst, lieber Fabrizio. Auch dir, liebe Petra, herzlichen Dank für deine tolle Gesprächsführung. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.